sage zu meinem letzten Video zu dieser Armbrust hier, zu dieser Alligator. Ja, gab es viele Käufe einerseits, aber auch sehr viele Fragen. Und ich mag so frequently asked questions in Form eines Videos beantworten. Bin interessiert, was es mit diesem Teil so auf sich hat. Montage, Pflege, Pfeile, Zubehör. Da bleibt dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann vom Survival Shop Bio Lebenskunst. Es ist meine Freude, dass du mit dabei bist. Das Teil habe ich vorgestellt, mag ich jetzt im Detail nicht mehr machen. Auf das i klicken, dort hast du das Video, wo ich es vorstelle. Frage Nummer 1, die gestellt wurde, ist, wie funktioniert das mit diesem Schaft hier? Den kann man, ich finde keinen Druckknopf zum Hin- und Herschieben. Und die Antwort ist ziemlich einfach. Du brauchst das Werkzeug hier. Ist standardmäßig nicht dabei, aber ich sage jetzt mal, im gut sortierten Einzelhandel, nein, im gut sortierten Werkzeugkoffer ist das dabei, dass man so einen Imbusschlüssel hat. Das heißt, es ist jetzt keine besondere Sache. Aufschrauben. Ja. Ziemlich simpel. Ich werde das jetzt dann nicht im Detail machen, aber nur mal so zum Herzeigen. Und da auf der gegenüberliegenden Seite, da bleibt die Mutter stecken. Ja, die ist da sozusagen eingebaut. Und wenn ich das jetzt zweimal aufmache, dann kann ich hin und her schieben. So, das ist einmal das eine. Das ist wirklich nichts, was Raketenwissenschaft wäre. Aber ich verstehe natürlich, dass man als Kunde Fragen hat. Und das ist auch total in Ordnung und die sind auch zu stellen. Und da meine Damen, ich sage jetzt meine Damen, nein, meine Mitarbeiterinnen, immer wieder dieselben Antworten schreiben müssen, haben wir gedacht, ich mache ein Video, um Ihnen einfach das Leben auch leichter zu machen. Denn das machen Sie ja für mich auch. Also alles gut. So, das hier ist aber schon der weiteste Bereich. Du kannst den Schaft noch weiter nach vorschieben, das geht schon. Dann ist er kürzer, dann geht er ungefähr bis hierher. Halte ich nichts davon, denn ich finde, zumindest bei meinen Abmessungen ist das hier ideal. Gut, das war mal Frage und Antwort 1. Frage und Antwort 2, ja, das betrifft jetzt, na, die Pfeile mache ich später, sondern das betrifft die Stinger, die Steamboat Stinger. Die Teile schauen sich relativ ähnlich, sind aber nicht gleich. Und die Frage ist halt immer, kann ich das Magazin von der Stinger, ja, hier von dieser Magazinarmbrust, da drauf montieren? Und die Antwort ist, ich kann alles irgendwie. Also ich kann hergehen und sagen, ich möchte meinen Traktor in einen Ferrari, zumindest von außen verwandeln. Und sage, okay, ich nehme den jetzt hier und schneide da ein Teil ab und das montiere ich ab, das kann man aber runterschrauben und bohre ein Loch noch dazu und mache das hier und sowieso und überhaupt und mache die Montage, Schraubung und alles. Das kann ich tun. Genauso wie ich beim Traktor den Oberteil abschneiden kann und dann den anderen Teil vom Ferrari hernehme und oben abschneide und da dann drauf baue und dann fahre ich mit einem Unterteil von einem Traktor und habe oben einen Ferrari und das ist da genauso. Also mit Basteln geht viel. Aber standardmäßig, dass ich einfach sage, ich nehme es und klack's drauf, nö. Frage 3 betrifft die Pfeile, unterschiedliche Pfeile. Ich mag einmal gleich einmal ein paar grundsätzliche Dinge dazu sagen. Die Pfeile, die da reinpassen, sind 6,5 Zoll Pfeile. Ich habe jetzt hier zum Beispiel welche von der Firma Steamboat, ja, die sind so verpackt. Ja. Und dann gibt es welche von der Firma EK. Die sind so verpackt, die schauen sich recht ähnlich, sind sie aber nicht. Steamboat produziert woanders, das heißt, die haben eine höhere Qualität, daher auch ein bisschen einen höheren Preis, aber das ist jetzt so gar nicht der Punkt. Aber mit denen kann man schießen, natürlich kann man mit denen schießen, ist klar. Was nicht geht, was einfach nicht geht, und das sind die Adderbolzen, das sind übrigens auch Steamboat Adderbolzen, die passen da nicht rein. Jetzt, selbst wenn vorne keine Klinge dabei war, sondern die standardmäßigen, das ist nicht dafür gedacht. Das, nö, die 6,5 Zoll. Es gibt auch am Markt diese hier, diese 6,5 Zoll Pfeile, ja, die wir auch im Sortiment hatten und immer wieder mal haben. Da ist es so, dass hier kein komplett Aluminium ist, sondern es ist hier hinten ein Kunststoff. Und das ist bei einer Armbrust wie dieser hier, einer Einzelschussarmbrust, auch grundsätzlich kein Problem. Die sind jetzt nicht schlecht von der Qualität her, sondern sind ganz einfach anders. Ja? So, bei einer Einzelschussarmbrust ist das überhaupt kein Problem. Wenn ich aber, und das war nämlich auch die Frage, weil ich gesagt habe, ja, du hast einmal in einem Stinger-Video gesagt, dass man die Pfeile, die ich gerade verschossen habe, nicht verwendet. Ja, weil die verbogen sein können und dann im Magazin ein Problem machen. Aber bei einem Einzelschussding ist es überhaupt kein Problem. Und die andere Frage, ja, ich glaube, dass ich das auch im anderen Video gezeigt habe. Wenn nicht, dann mache ich das sicherheitshalber noch einmal. Ich kann auch diese Broadheads damit verschießen. Warum nicht? Ja? Wichtig ist nur, dass das vorne durchpasst. Ja? Der Broadhead,
Und das ist alles dann überhaupt kein Problem. Also auch das geht ohne Probleme. Ach ja, das hätte ich fast vergessen. Wenn ich mal ein Video über Pfeile und Durchschlagskraft machen soll, dann schreibt mal einen Kommentar, mache ich gern. Aber jetzt geht's weiter mit der Alligator. Ja, und dann kommt auch immer wieder die Frage, alle, die das erste Video gesehen haben, und da habe ich ja erzählt, liebe Leute, man kann das im Standby halten. Das ist nicht auf Dauer nicht gut, aber es geht. Und da kommen auch die Fragen, naja, wie oft geht's und verliere ich dann die Garantie? So, Nummer 1, Gewährleistung, Garantie und so weiter. Das hier ist nichts, was der Hersteller empfiehlt. Das ist auch nichts, was ich empfehle, sondern ich wollte nur sagen, dass es geht. Ich habe das unzählige Mal gemacht und habe bis jetzt noch kein Problem erkennen können. Das heißt aber nicht, dass es nicht zu einem Problem kommen kann, denn du musst halt bedenken, schau mal her, wenn ich da jetzt spanne, schau her, das hebt da auf und da an der Stelle zieht mir genau diese Feder, die eigentlich den Bolzen nach unten drücken soll, nach oben. Das heißt, es ist nichts, was auf Dauer gut ist. Das kann ich einfach so irgendwo reinstellen oder hinstellen oder was auch immer und dann brauche ich es halt schnell und dann kann ich aufklappen, aber das ist keine Dauerlösung. Also wenn du jetzt halt am Platz bist, am Schießplatz, so wie ich jetzt, dann spannst du ganz normal auf, so wie jeder andere das auch macht, gibst das Ding rein und entsicherst dann, da komme ich auch noch dazu, da war auch eine Frage, schießt oder du schießt eben nicht. Ja? Das kann auch sein, dass du sagst, okay, ich möchte nicht schießen, dann nimmst du den Pfeil wieder raus. Ja, bitte nie von unten irgendwo durchgreifen, immer von oben, immer auf Sicherheit achten. Auch wenn das ein Sportgerät ist, ist es natürlich gefährlich, ja? Da muss man aufpassen. So, ziehst das hier nach vor, ja? Ich mache es so, bitte aufpassen, dass da nichts passiert, dass du das nicht in die Goschen hast. Ja? Und ich ziehe dann ab. Na, der will nicht. Der will jetzt nicht, das ist jetzt der Vorführeffekt, warte mal ganz kurz so. Jetzt ist gesichert, genau. Also gesichert heißt nur, dass der Abzug hier unten gesichert ist. Also ich könnte noch immer einen Leerschuss produzieren und Leerschüsse sind ganz böse. Ja. So, daher entsichere ich jetzt, klemme hier diesen Bügel ein, ziehe ab, na, aber jetzt. Ja. Und lass das ganz vorne, ganz leicht nach vorne heben. Also da ist extremer Druck drauf. So mache ich das, du kannst das machen, wie du willst und dann ist es entspannt. Ja? Also das kann man tun. Ganz normal am Schießplatz. Wenn du es im Standby haben willst, kannst du das hier tun. Garantie? Na, wenn es ein Problem gibt, das abreißt. Das Ding kostet zwar nicht viel, aber trotzdem, es wäre schade, denn diesen Ersatzteil kriege ich nicht. Gut, das war's jetzt. Andere Frage, Sicherung. Ja, die Sicherung kann man da durchklopfen. So wie ich das bei der Stinger zum Beispiel hergezeigt habe. Und da kommt gleich die nächste Frage dazu. Es ist keine deutsche Anleitung dabei. Richtig, das ist eine englische Anleitung. Und es ist okay, wenn man nicht Englisch kann. Ist total okay. Ich kann es eigentlich auch nicht. Ja? Also zumindest nicht sprechen. Fürchterlich, ja. Aber es gibt ja eine Bauanleitung für alle meine Kunden, die Stinger gekauft haben. Ja? Das heißt, wenn du das gekauft hast, dann kriegst du eine Videoanleitung von mir. Und die funktioniert bei dir genauso. Wirklich? Die funktioniert genauso. Nur das Magazin kann man halt nicht draufgeben. Aber hier vorne ist ein Schraubteil drauf, das heißt, die kommt in Einzelteile, du schraubst das alles zusammen, spannst ein, das zeige ich dir alles in diesem Video und die Sache ist erledigt und das passt ganz gut. So, und die letzte Frage ist das hier. Schau mal her, ich glaube, dass ich das im ersten Video gesagt habe, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Schau mal her. Ja, das ist ein günstiges Teil. Das ist nicht alles super voll arg verarbeitet und so auf. Ich weiß, dass es auch eine Waffe sein kann, ein Hammer kann auch eine Waffe sein, das kann auch eine Waffe sein, ein Schlüssel kann eine Waffe sein, ja? Aber es ist ein Sportgerät und es ist halt nicht waffen-like ausgeführt. Daher, also wenn du um den Preis erwartest, dass das alles ganz, ganz ausgearbeitet ist, dann musst du dich leider enttäuschen. Ist das ein Problem? Hast du dadurch einen Nachteil? Nein, also ich habe mit dir auch schon hunderte Mal geschossen, aber wie gesagt, es ist noch nichts passiert, es ist am Anfang so und es wird immer so bleiben und es ist einfach so. Gut, aber dann mache ich gleich weiter. Ich habe im ersten Video auch gesagt, dass es nicht immer möglich ist, dass hier mal irgendein Zubehör, obwohl hier Picatinny-Schiene angebracht ist, dass das funktioniert. Das, bei dem bleibe ich. Da haben viele Kommentare geschrieben und gesagt, bei Ihnen funktioniert es. Dann ist das schön für dich und das freut mich extrem, wirklich. Nur ich kann es als Händler nicht garantieren, dass es funktioniert und deswegen habe ich es dazu gesagt. Und das andere ist jetzt das hier. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Hier an dieser Stelle da,
Ja, durch, und das ist bei der Stinger so und das ist auch bei dieser Armbrust so. Schau her, da gehen diese Krallen, die ziehen hier nach hinten. Und ich weiß nicht, ob du das hörst. Ratsch. Und das bewegt sich da auf und ab. Und dadurch zerkratzt das hier an dieser Stelle. Ich kann das nicht ändern. Das ist kein Mangel. Das ist einfach so. Ich schieß die Armbrust dadurch nicht. Nein, das hat mit dem überhaupt nichts zu tun. Schaut schier aus. Das weiß ich nicht. Ja, es liegt auch immer im Auge des Betrachters. Also nochmal, auch das ist kein Mangel, wenn hier Kratzer entstehen. Das ist einfach so. Das ist baubedingt so gegeben. Macht die Sache besser? Nein, macht es schlechter? Auch nicht. Und das ist genau der Punkt dabei. Und zu guter Letzt, einmal schieße ich jetzt noch. Und zwar, ganz kurz, Moment, das siehst du jetzt nicht. Geschossen. Okay, du hast es gehört. Wenn ich das ohne Pfeil mache, passiert Folgendes. Die Energie geht nach vorne, das ist bei allen Armbrüsten so. Und bei stärkeren Armbrüsten noch sehr viel mehr. Und das muss ja irgendwo hingehen. Das Klack, was du gehört hast, das muss irgendwo hin. Und dann zerreißt es gerne diese Spitzen hier. Du kannst diese Spitzen, wenn du einen Leerschuss gemacht hast, auch gerne bei uns nachkaufen. Aber ich würde ganz einfach darauf achten, dass es keinen Leerschuss gibt. Man schießt eine Armbrust nicht leer, so wie man einen Bogen nicht leer schießt. Das tut man einfach nicht. Daher entspann es, so wie ich es gezeigt habe. Da diese Kappen hier, die können auch immer wieder mal davonfliegen. Das ist so. Ja, die könntest du zum Beispiel mit Superkleber ankleben, wenn dir das wichtig ist. Aber, und das Schöne ist, es funktioniert auch ohne die Kappen. Also das ist im Endeffekt vollkommen egal. Das ist eigentlich nur Optik. Ich sehe da keine Notwendigkeit. Das ist auch bei allen Pistolen, Armbrüsten so. So, das war's jetzt. Ich halte das Maul. Das Video ist für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die tagtäglich mit Kundenanfragen konfrontiert sind und immer wieder dasselbe tippen und irgendwelche Vorlagen sich schon gebaut haben, um das rauszuschicken. Und jetzt haben wir auch noch die Möglichkeit, ja, das per Video zu verschicken. Das finde ich doch großartig. Wenn du Fragen hast, dann kannst du sie gerne stellen. Das ist überhaupt kein Thema. Das ist billige Eigenwerbung natürlich. Ich gebe dir den Link in meinen Shop zu all den Produkten, zu den Pfeilen von Steambow, von EK, zu der hier oder auch die Stinger, wenn du dir anschauen willst, gebe ich da oben bei mir den Link. Hat mich gefreut, schreibe vielleicht einen Kommentar, Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Abo da lassen, da geht's direkt in meinen Shop, ein paar andere Videos zum Anschauen. Es hat mich gefreut, dein René Rossmann. Bis bald und ciao, ciao.